Was geht ab? Die Lappen vom Ballungsraum sind wieder am Start. Und heute geht es um brandheiße News vom iPhone 12. Von uns und vielleicht von vielen von euch da draußen auch sehnsüchtig erwartet wird das iPhone 12. Letztes Mal wurden wir leider ein bisschen enttäuscht, haben das nicht vorgestellt bekommen. Jetzt gibt es aber von Experten konkrete Starttermine und ein paar Fakten dazu. Was es konkret gibt, stellen wir euch jetzt vor. Auf dem letzten Event im September hat Apple neue iPads vorgestellt, zwei neue Apple Watches, was nicht dabei war, die neuen iPhones. Konkret beziehen wir jetzt eben auf den Tweet von John Posser, der ganz klar sagt, das neue iPhone-Event wird am 13. Oktober stattfinden. Die Vorbestellungen gibt es am 16. Oktober und im Laden dann ab dem 23. Oktober. Das gilt allerdings nur für die iPhone 12. Die Pro-Modelle werden wohl erst im November kommen, da hat man aber noch kein genaues Datum. In früheren Berichten ist auch schon bekannt geworden, dass es das iPhone vermutlich in 4 Varianten geben wird. Das bedeutet jetzt, mit den neuen Informationen, die wir jetzt haben, sind wir soweit so schlau geworden, dass wir jetzt sagen, die ersten 2 Modelle kommen raus. Konkret ist es das iPhone 12, also nicht die Pro-Variante. Das heißt, es gibt es einmal in der 5,4-Zoll-Variante und der 6,1-Zoll-Variante. Die sollen konkret am 13. dann vorgestellt werden und am 16. somit dann auch bestellt werden können. Die 2 Varianten vom iPhone 12 Pro kommen einmal mit dem Display in 6,1 Zoll und 6,7 Zoll raus. Gerüchten zufolge liegen die Preise für die aktuellen iPhone-Modelle zwischen 650 und 1400 Dollar. Die Verzögerung der Starttermine ist bei Apple nichts Ungewöhnliches. Das hatten wir jetzt schon bei den iPads erlebt. Das iPad 8 kam sofort und konnte auch sofort bestellt werden. Das iPad Air 4 kam einfach ein Stückchen später und kann dann erst später vorbestellt werden. Auch beim iPhone ist das schon vorgekommen, da gab es auch schon unterschiedliche Starttermine. Auch die ersten Informationen zur Ausstattung der iPhones sind rausgekommen. Beim iPhone 12 in der kleinen Variante, diese 5,4 Zoll, ist schon das OLED-Display dabei, was wir angekündigt haben. Wir haben 4 GB RAM, wir haben einen Speicher, der geht ab 128 GB los und das Maximum, was ihr davon bekommt, ist 256 GB. Weitere Infos soll aus Aluminium sein, das Gehäuse. Das heißt, es ist der A14-Chip drin, ihr habt 5G und ihr habt eine Dual-Kamera. Beim iPhone 12 Max mit 6,1 Zoll ist die Ausstattung eigentlich identisch angegeben. Da wird sich nichts ändern. Für die iPhone 12 Pro Modelle steht aktuell noch das Gerücht im Raum, dass es da Richtung 120 Hertz geht und dass auch noch eine Triple Cam verbaut ist. Aufmerksame Beobachter erwarten auch, dass Apple im Herbst eben noch ein drittes Event plant, was natürlich ziemlich interessant ist, denn da geht es dann auch um die ARM-Architektur. Das heißt, dass man weg will von Intel, dass dann eben auch die neuen MacBooks vorgestellt werden mit ARM-CPU. Auf die neuen CPUs sind wir mindestens genauso gespannt wie auf die neuen iPhones, denn hierbei erwartet uns eigentlich ein riesen Leistungssprung, ein riesen Akkuleistungssprung. Da ist extrem viel zu erwarten. Da sind wir schon richtig gehypt. Wenn ihr weitere News rund um Apple haben möchtet und auch beim iPhone 12 dranbleiben möchtet, abonniert gerne unseren Kanal, gebt dem Video ein Like und schaltet die Glocke. Was denkt ihr über die Gerüchte, die wir euch jetzt gerade vorgestellt haben? Habt ihr dazu eine Meinung oder habt ihr vielleicht schon neue News? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war's für heute von den Lappen. Für heute sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. In dem Stuhl komme ich immer vor wie Captain Kirk. Nur nicht ganz so dick. Ich finde ja immer noch, dass der Name Uhura wirklich unglücklich gewählt war. Was kann man daran falsch verstehen? Ich sehe das natürlich komplett neutral. Ich habe vermisst, in den Sessel zu sitzen. Ja, richtig lustig. Das tut doch alles weh schon wieder. Nur wenn ich hier drin sitze schon.